Ich bin tatsächlich ein Depp. Ich war eben völlig neben der Spur und was ich gesagt habe, dass... Zu Recht. Nein, ich wusste doch von Anfang an, dass du mit Carla zusammen bist und ich keine Chance habe. Und wenn ich damit nicht klarkomme, dann ist das einzig und allein mein Problem. Es tut mir leid. Mir tut es nicht leid. Mir tut es nicht leid, dass ich mich in so eine wundervolle Frau verliebt habe. Ich meine, es ist bestimmt nicht leicht für dich. Und Frederik macht alles, dass es noch komplizierter wird. Tja, du kommst wohl nicht besonders gut klar mit ihr, oder? Seit sie in Düsseldorf ist, ist alles furchtbar. Dass sie mich nicht leiden kann, damit komme ich ja noch klar. Aber dass sie alles daran setzt, Carla und mich auseinanderzubringen. Ich habe eine scheiß Angst, dass sie damit Erfolg haben wird. Es tut mir leid, jetzt rede ich schon wieder nur von mir und meinem Problem. Ich bin wirklich sehr sensibel. Das ist schon in Ordnung. Störe ich? Carla, Susanne hat jemand zum Reden gebraucht und ich war für sie da, als Freund. Als Freund? Sag mal, willst du mich verarschen? Carla, du hast schon wieder versucht, dich an meine Frau ranzumachen. Jetzt mach doch nicht so ein Fass auf, wir sind hier zusammengesessen, mehr nicht. Ich finde auch, dass du ein bisschen überreagierst. Ach, findest du. Und ich kann dir auch sagen, woran es liegt. Na, dann klär mich mal auf. Du lässt dich von Friederike immer noch gegen uns aufhetzen. Jetzt gibt es also schon ein Uns. Oh, bitte. Sag mal, merkst du denn nicht, dass sie alles dran setzt, um sich zwischen uns zu drängen? Das muss sie gar nicht. Und wenn du ehrlich bist, dann weißt du auch warum. Was weiß ich? Glaubst du, ich merk nicht, dass dir Friederikes krankes Angebot gar nicht so krank vorkommt, wie du tust?